Wir wechseln das Thema, aber nicht ganz. Gespart werden muss nämlich auch an den Universitäten, wo immer öfter ganze Studienrichtungen eingestellt werden. Heute hat eine Gruppe Studierender sogar kurzzeitig das Wissenschaftsministerium besetzt, um gegen die Einstellung des Grundstudiums internationale Entwicklung an der Uni Wien zu protestieren. Gleich mehrere Hochschulen werden heuer Verluste schreiben. Besonders hart trifft es dabei die renommierte Technische Universität in Wien. Erstmals droht eine Uni in Österreich, in die Pleite zu schlittern, berichtet Jens Lang. Eine Vollversammlung der Studierenden gestern früh an der TU Wien. Auch wenn es hier recht gesittet zugeht, die Wut ist groß. Denn der Universität geht es schlecht, sehr schlecht sogar. Die Uni wird heuer tiefrote Zahlen schreiben. Angeblich fehlen bis zu 20 Millionen Euro. Diese Summe will die Universität gegenüber der Zeit im Bild heute nicht bestätigen. Das Rektorat gibt kein Interview und beantwortet auch sonst keine Fragen. Nur eine dürre Stellungnahme. Man arbeitet daran, die Finanzen zu stabilisieren. Ja, die Sparzeiten, die halten ja bei uns schon seit Jahrzehnten an. Seit Jahrzehnten werden wir immer kleiner und kleiner gespart. Wir haben, glaube ich, seit Vollrechtsfähigkeit zwischen 20 und 30 Professuren schon verloren, die eingespart wurden, weil vom Ministerium nicht einfach der große Brocken an Geld kommt, der da kommen muss. Dabei hat die Universität gerade erst mit der dringend notwendigen Sanierung der Gebäude begonnen. Das Geld fehlt nun allerdings in der Kasse. Offenbar hält sich die Uni derzeit mit Hilfe von Fördergeldern über Wasser. Aber schon im September könnte man endgültig auf dem Trockenen sitzen. Wissenschaftsminister Karl-Heinz Töchterle verspricht, dass es so weit nicht kommen wird. Das Ziel ist nicht, das Eigenkapital ständig sinken zu lassen. Das wäre unverantwortlich und würde irgendwann dann tatsächlich zu Problemen führen, sondern Ziel ist Ausgeglichenheit. Man wird sehen, ob die TU Wien diese Ausgeglichenheit herstellen kann. Ich traue das absolut zu. Mehr Geld verspricht der Minister allerdings nicht. Mit leeren Versprechungen will man sich auf der TU allerdings dieses Mal nicht abspeisen lassen. Man kann das nur ganz brutal sagen. Ich meine, entweder will man, dass wir international im Konzert mitspielen und das nicht nur bei Sonntagsreden sagen, dann muss man es am Montag, wenn das Budget gemacht wird, auch dementsprechend dotieren. Wenn man dazu nicht bereit ist, dann muss man auch die Größe haben zu sagen, wir wollen es nicht. Was das bedeutet, ist klar. Wenn nicht eine weitere Geldspritze kommt, wird hier bald der Gürtel deutlich enger geschnallt.